Einen wunderschönen guten Tag, die Damen und Herren. Wir sind zurück im alten Ägypten. Gibt ein nettes Lokal hier, habe ich gehört. Da gehen wir jetzt mal hin. So, wir machen hier weiter. Immer noch ein paar Siva-Missionen. Wir haben jetzt in der letzten Aufnahme schon hier ein bisschen was geleistet. Ja, ich gehe ja schon. Ist ja alles gut. Ich bin ja dabei. So, und jetzt haben wir hier vorne ein Ausrufezeichen. Es ist hier direkt bei uns vor Nase. Das ist komischer. Unser Magi, du bist zurück. Ja, da bin ich. Jetzt auch mit neuer Ausrüstung. Und weiter? Talk to me. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Das ist gemein. Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Das Chitche-Lager? Ich glaube, ich habe dein Problem bereits gelöst, Benipe. Ohne es zu wissen. Stimmt. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Ja, da habe ich doch aus Versehen diese Mission schon erledigt. Nicht verfolgte Quest in der Nähe. Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Wähle den leichten Bogen. Nein. Nur noch was? Dieser Speer ist scharf und lang. Du kannst Abstand halten und deine Feinde trotzdem verletzen. Nein. Ich bin mehr so der Schwert und aufs Maul geben. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Da habe ich doch schon was Gutes. Da machst du nicht hier irgendwie mal so mega Hammer Schwert für mich? Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Gut. Vielen Dank, mein Freund. Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Wenn du sonst nichts zu bieten hast. Gut. Ja, das war ja einfach. Das war Bayek, sei vorsichtig. Siva ist ein gefährliches Pflaster geworden. Alles gut. So, das war ja die simpelste Mission überhaupt. So, erledigt. Hier haben wir jetzt den Schmied freigeschaltet. Hier oben haben wir schon geguckt. Tempel des Amun. Da können wir einen Schatz plündern. Siva selbst. Hier sind die Ställe. Also, ach ja. Das geht einfach so. Bin ich noch nicht so gewohnt, dass man hier einfach... So, hier ist in der Wüste noch was. Fragezeichen, weiß ich immer nicht, was es ist. Aha, der hat Tramonymus. So, hat hier ein Fotoschen gepostet oder was? Und da auch. So. Und a prayer. Wistful Walrus, ja, schönen Gruß an den Herrn Atmer, der uns hier nette Bilder hinterlässt. Das finde ich ja wirklich sehr, sehr lieb von ihm. Freue ich mich. Gut, behalten wir diese Markierung einfach mal bei, die wir jetzt gerade gemacht haben, einfach nur mal zu gucken, was... Was für ein Fragezeichen ist. Da ist die Markierung. Manchmal nicht so leicht zu sehen. Gut.
drücke, um das Quizlog zu öffnen. Hüppa. So, das Fragezeichen kriege ich jetzt schon angezeigt. Da vorne. Weiß ich jetzt nicht, was es ist, aber werden wir ja gleich sehen. In 150 Metern. Gut, ist unsere Markierung hier drüben hinfällig. Was uns interessiert. Haus des Lebens. Das ist diese Fragezeichen. Ah ja. Finde den in der Nähe versteckten Papyrus. Okay. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen näher rangehen. Haus des Lebens und da liegt einer in der Ecke und vegetiert vor sich hin. Ich verstehe. So sieht bei euch also Leben aus. Alles klar. So. Das sagt mir nichts von wegen Sperrgebiet, also. Ein langer Trunk, komm und finde mich in Siva am Boden der einzigen Schale, die groß genug für einen Gott ist. Ort beendet. Pfeile? Nein. Okay. Können wir da hinten noch in die Wüste rennen? Ja, warum nicht? Die wirken alle wahnsinnig glücklich hier. Wie machen die das nur? In so schweren Zeiten alle so glücklich zu sein. Ich dachte mir gerade, bin ich denn bescheuert, dass ich den ganzen Quatsch... Ach ja, das geht ja nicht. Dass ich den ganzen Quatsch hier laufe. Wow. Wow. Guck den Berg runter. Wow. Ah, das ist mal ein Berg hier. Uiuiuiuiui. Oh. Steinkreis des Amun. Mein Sohn, du wolltest die Sterne. Die Steinkreise zeigen die Plätze der Götter im Himmel. Und dein Großvater erzählte mir, dass sie auch unseren Platz in der Welt zeigen. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Und du wirst sie bekommen. Da kommt ein Sandsturm. Finde das Sternbild, drehe das Sternmuster. Achso, ah ja. Papo? Warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen eher Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts.
Nicht mal Gerechtigkeit. Weiß nicht genau, hä? Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Das passt. Wir haben nicht genau vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Er bewahrt die Gerechtigkeit als Herrscher der Schatten und der Stille. Vernimmt er die Stimme der Armen. Er hört die Geständnisse der Demütigen und vergibt ihn. Gerade, ne? Wenn sich dreimal im Kreis dreht, kommt man am Ende. Wie ist denn damit? Das kommt doch gut. Das kommt doch gut. Amun. Interessant. Steinjack geguckt. Okay. Ja. Ich schaue mich hier gerade mal noch so ein bisschen um, falls es hier noch irgendwas Interessantes gibt, aber sieht mir nicht danach aus. Ich frage mich jetzt gerade, wie die, ja, die Leute hier so ihre Fotos gemacht haben. Gibt es da einen Knopf für? Dieses Spiel unterstützt Eye-Tracking. Ah, ist ja toll. Gut, ist mir eigentlich egal. Steht hier nichts. Weiß ich nicht. Ist auch egal. Muss ja nicht. So, mein liebes Reittier, wir gehen wieder, bevor uns hier irgendein Sandsturm holt. Das wollen wir ja dann nur nicht, ne? Diesmal gehen wir vielleicht nicht über diese Riesenkuppel, sondern einfach drumherum. So. Welch schöne Gegend, welch schöne Gegend. Sie war... So, wir können jetzt noch so ein bisschen hier durch die Stadt streifen und noch so ein paar mehr von diesen mysteriösen Orten finden. Wir können auch erstmal versuchen, hier einen Eingang zu finden. Das sieht doch gut aus. Erstmal hier durch dieses Halsal hier wieder durch. Zack. Oh. Ja. So, wir haben hier noch das falsche Orakel und Bayeks Versprechen.
Zufällig stößt Bayek auf eine rätselhafte, als Stein gereiste Erinnerung wachruft. Er zieht los, um die vergessenen Versprechen an seinen Sohn. Um ein vergessenes Versprechen an seinen Sohn zu erfüllen. Binde die Steingreise in Ägypten und interagiere mit ihnen. Das ist aber, dann jetzt auch so ein... Oder 1 von 12. Ich glaube, das ist sowas, das sich hier so ein bisschen im ganzen Land verteilt. Ach Gott, ich fall immer wieder drauf rein. Weiß nicht, ob jetzt hier jedes Gebiet vielleicht einen Steinkreis hat. Dann bin ich in einer Weile unterwegs. Bild des Tages. Oh, das ist ja hübsch. Hat ja hier schon ein paar Gebiete.